Tagchen, ihr Lieben. So, zur allerersten Podcast-Serie. Wundert euch nicht. Erstmal muss ich checken, ob das alles so passt mit dem Mikrofon. Wenn es euch zu laut ist, dann schaltet da ein bisschen runter, weil ich das Mikrofon ziemlich nah dran habe. Dann muss ich nicht immer so schreien. Und ich glaube, sehr geräuscheempfindlich wird es heute, ja. Ja, meine Jacke habe ich an, weil die Heizung bei uns hier nicht funktioniert und wir haben Schnee draußen. Und jetzt merkt man doch die ganzen Temperaturen extrem stark, ihr Lieben. Aber ein Podcast ist ja so, oder der Sinn und Zweck, dass ihr das Ganze eher verfolgt, wenn ihr die Augen geschlossen habt. Es geht heute nur um Selbstliebe. Das ist mir wichtig, dass ihr euch auf euch konzentrieren könnt. Vielleicht, wenn jemand nicht richtig schlafen kann. Und am Anfang wollte ich noch sagen, wenn ihr irgendwie ja gewisse Themen über Podcast haben wollt, dann könnt ihr das ruhig schreiben unter diesem Video, dass ihr dann Anregungen oder Themenvorschläge in die Kommentare schreibt. Dann würde ich das gern jeden Sonntag abarbeiten. Bestimmte Themen wie, ja, weiß ich nicht. Ich würde das Ganze starten mit Orakelkarten, weil da haben wir ja immer so eine Schlagwörter, Schlagthemen und wir könnten uns bei 2, 3 Karten ein bisschen mehr darauf konzentrieren, die Sache für euch durchzunehmen, dass hier nicht so eine Schwere kommt, ja. Und darauf kommt es eigentlich an. Im Podcast sollt ihr jetzt nicht schwere Sachen verarbeiten, sondern ruhig, bestenfalls schlafen, falls ihr das dafür nutzt, oder einfach anhören, weiterhin ganz normal gucken. Aber ich entschuldige mich im Voraus schon mal wirklich für diese Montur hier an Jacke. Aber wir haben alle nichts von, wenn ich dann krank werde und da nichts mehr machen kann, ne? So, ihr Lieben. Positives wie Negatives. Natürlich auch hier kann es sein, dass ihr hier von diesem Thema, was dann hier rausfällt, nichts mitbekommen wollt. Dann schaltet einfach ab, ja? Zwängt euch hier nicht irgendwo rein. Ich mische gerade die Karten für euch. Und wir haben das Thema Freude. Thema Freude. Ein kleines Kind mit ganz, ganz strahlend blauen Augen. Mit der Nummer 18, Quersumme 9. Falls ihr auch hier wieder für euch Numerologie mitnehmt. Einige schauen ja da immer nach, was die einzelnen Zahlen bedeuten. Und wir haben hier, verbinde dich mit deiner Essenz innerer Lebensfreude und lächle mit jeder Zelle. Das wäre die Karte Nummer 1. Was haben wir noch? Ich mische wieder. Das Universum möchte deine Aufmerksamkeit. Dort haben wir eine sehr, sehr weibliche Energie. Eine Dame mit sehr lockigem Haar, fast wie von einem Löwen, könnt ihr euch das vorstellen, mit der 15, Quersumme 6. Und der Text auf dieser Karte, vertraue dich der liebevollen Führung des Universums an. Ich glaube, selbst jedes Schlucken hört man bei mir, ne? Das Mikrofon dürfte sehr empfindlich sein. Und eine dritte Karte. Ich dachte zuerst, das wären 2. Oh, sind es auch. Wir haben einmal Erzengel Raphael mit der 31, Quersumme 4, Entschuldigung. Bitte um Heilung und kehre zurück zur Harmonie, Gesundheit und Wohlbefinden. Abgebildet Erzengel Raphael. Schon eine Gestalt, die sehr viel durchlebt hat oder auch sehr weise ist, so könnt ihr euch das vorstellen, mit Engelsflügeln, natürlich, gehalten in der Farbe Grün, steht ja auch für Hoffnung, Gesundheit, ne? Und genau das sind die Worte, die auch hier auf der Karte drauf sind. Und wir haben die Karte 30 mit der Quersumme 3, den Schatten. Stelle dich mutig deinen Schatten und deine Seele wird sich entfalten. Ich finde, hier ist eine Frau drauf, wo man nicht sagen kann, ist hier ein ganz, ganz schwerer Alterungsprozess,
sondern für mich wirkt diese Dame sehr mutig und trotzdem enttäuscht über sich selber, ja. Das wird wahrscheinlich auch dieser Grund sein, warum man sich im Schatten befindet. Diese Dame hätte es gar nicht nötig, sich zu verstecken, falls ihr versteht, wie ich das meine. Man sieht hier eine sehr sinnliche Person drauf. Ich möchte fast sagen, eine sehr selbstbewusste Person und sie liegt trotzdem im Schatten. So. Was haben wir zur Freude mitzugeben? Ich denke mal, die meisten von euch vermissen diese Freude sehr oft. Habt vielleicht ja weniger Freude, als ihr mal hattet. Das ist bei den meisten ja so, die dann auf der Suche sind nach innerer Selbstheilung. Aber die Freude, die wird wiederkommen, ja? Also ich kenne keinen, der bis heute so verbittert oder zurückgelassen irgendwo keine Freude mehr empfinden konnte. Ihr müsst verstehen, wir gehen da alle durch diese Prozesse durch. Der eine weniger schnell, der andere hat permanent mit Schicksalsschlägen zu tun oder mit Problemen. Davon gibt es auch einige Menschen, die ich kenne, wo ich mir sage, kann doch nicht wahr sein. Warum hat dieser Mensch das denn so verdient? Ja? Also bevor man eine Sache aufarbeiten konnte, kamen dann schon zwei, drei nächste Schicksalsschläge, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ja, also tut mir von Herzen leid. Und ich vergleiche das dann immer, könnte ich da so schnell drüber stehen? Und da merkt man dann auch immer, wenn man sich selbst reflektiert, so einfach ist es gar nicht zu euch zu sagen, die Freude ist was Wichtiges. Ja, die Freude müsst ihr empfinden. Gerade wenn man mit der Trauer zu tun hat und ihr seid ja nun mal ein Publikum, was oftmals hier reinschaltet, was nicht gerade freudig den jetzigen Leidensweg durchmachen. Und deswegen muss ich da auch selbst immer aufpassen, wie ich das formuliere, ja. Nicht, dass ihr denkt, naja, die hat gut reden. Natürlich kenne ich auch Phasen, wo man getrauert hat, wo man keine Freude empfinden wollte, sag ich schon fast, ja. Konnte, weiß ich nicht. Das war auch wieder so eine Willensstärke, wo mein Herz oder die Emotionen geführt haben oder auch dominiert haben, weil ich mich selber auch im Selbstmitleid befunden habe oder irgendwelche Trauerprozesse. Da kann man, glaube ich, ganz groß nochmal unterscheiden. Ja, wenn jemand von einem geht, ist das natürlich eine Phase, die man für sich selbst verstehen, kennenlernen, verarbeiten muss, bevor man damit abschließt. Und so, ja, handelt das jeder selbst. Verbinde dich mit deiner Essenz innerer Lebensfreude und lächle mit jeder Zelle. Auch da würde ich bei diesem Tipp immer wieder hochrufen, haltet euch an den Sachen fest, die ihr besitzt im Leben. Und ich denke, es gibt immer mindestens eine Sache, die jeder von euch aufzählen kann, wo man stolz drauf ist, wo man was geschaffen hat, wo man seinen Traum verwirklicht hat aus eigener Kraft. Menschen um sich rum hat, die man schätzt und die man liebt. Und wenn es einfach nur ein Hobby ist oder ein Haustier oder eure Arbeit, eure Kinder, eure Erscheinung, ja, es gab bestimmt auch mal Zeiten, wo ihr stolz auf euer Aussehen wart, wo ihr euch präsentieren konntet. Und darum geht es einfach auch wieder mit dieser Freude, ja, dieses alles zusammen verbinden und verstehen. Wer hat euch da die Freude denn letztendlich genommen? Habt ihr sie euch genommen durch verschiedene Ereignisse, Vorfälle oder habt ihr einfach nur nicht zugelassen, dass ihr durch diesen langgezogenen Trauerprozess oder Leidensweg diese Freude einfach auch gar nicht mehr hochkommen lassen wollt? Man verläuft sich sehr oft in Trauer und auf langen Wegen, ja, weil man eben das nicht bekommen hat, wie man es sich vorgestellt hat. Ganz einfach, oftmals verschwindet eine Freude, weil jemand anderes eure Blase zerplatzen lässt. Und immer dann, wenn ihr dafür nicht zuständig seid. Das sind genauso Sachen, wenn ihr jetzt in einer Beziehung wart und ihr stellt fest, ach, irgendwie
kommen wir beide nicht so ganz voran. Ja, da ist es natürlich für dich als Part leichter zu sagen, du, pass mal auf. Ich sehe tendenziell in die Zukunft, ich müsste mich zu viel ändern, damit du glücklich wärst, und andersrum genauso. Man kriegt mit die ganzen Vorwürfe, dass man schon mit seinem Gegenüber nicht ganz harmoniert, zufrieden ist und eine Ergänzung sucht. Und spätestens da fängt es so an, wenn es nicht so kleine Sachen sind, dass man sich dann verändert. Und dann bist du eben derjenige, der sagen könnte, stopp, ja, bis hierhin und nicht weiter. So. Da du die Blase dann von dem anderen aufgestochen hast und irgendwas beendet hast, damit es dir besser geht, damit du auch deinem Gegenüber nicht irgendwie vermittelst, falsch zu sein, hast du natürlich dort einen ganz anderen Leidensweg, was nicht heißen soll, dass man nicht traurig ist, dass die Beziehung nicht geklappt hat. Aber du kommst damit natürlich klar, weil du die Nadel in der Hand hattest. Und wenn jemand anderes für dich entscheidet, das Ganze zu beenden, und du möchtest unbedingt dran festhalten, was in der Situation davor ja gut der Fall gewesen sein kann, dass dein Gegenüber unbedingt dich halten wollte, aber da war dein Leidensweg einfach ein anderer, weil du dich befreit hast. Und oftmals ist es jetzt so, dass ihr Süßlinge, ihr Zuschauer, ja, ihr kleinen Himmelsboten sozusagen, ihr werdet ja auch irgendwie geschickt, dass ihr dann in so einem Prozess drin steckt. Euch hat man die Bubble zerplatzt, ja, den Traum genommen, die Illusion, den Wunsch hat man ohne zu fragen kaputt gemacht. Und ich glaube, da steckt auch immer dieser Unterschied einfach drin, wann oder wie sollst du dich freuen? Ja, das sind immer so wie, warum, woher, wie sollst du dich freuen? Wie sollst du das ummünzen, ja, wenn du so eine Art Abwehr von jemandem bekommst und automatisch das umwandelst in ich bin nicht gewollt. Wobei, das solltet ihr auch mal so ein bisschen weglassen, dieses ich bin nicht gewollt ist für euch eigentlich eine feige Ansage, ja? Das ist einfach feige zu sagen, dass du nicht gewollt warst, deswegen hat der andere das Ganze beendet. Würde ich so kurz und knapp nicht sagen, denn man hat dich mal ausgesucht, man wollte mit dir zusammen sein, du hast deine schönen Seiten, die jemand anderen entzückt haben. Wenn es hier nicht um Liebe, Partnerschaft geht, hatte man auch eine Zeit, wo alles wunderbar geklappt hat. Aber lass lieber so eine Sätze weg, ich war nicht gewollt, ich wurde nicht gewollt, sondern sag zu dir, es musste sich jemand selbst befreien. Und nicht, weil du dran gehangen hast an dieser Beziehung oder Bindung, sondern weil derjenige sich befreien musste. Das sind oftmals so Gefühle, vielleicht kennst du die sogar, wenn du selbst in der Situation schon drin warst, wie ich kriege keine Luft mehr, ich kann es niemandem momentan in meiner Hülle recht machen. Man verlangt zu viel von mir, ich kann diese Art von Liebe nicht erwidern, beziehungsweise die Prozesse oder die Verantwortung, die da dran hängt. Und dieser Mensch, den du vielleicht verloren hast oder verloren musstest, hat sich einfach nur mit seiner Nadel befreien wollen. Oftmals denkt sogar das Gegenüber für dich mit, wenn es ein empathischer Mensch ist, und sagt, okay, ich will mein Gegenüber jetzt auch nicht mehr wehtun. Man merkt selbst, ich mache Sachen, die ich selber nicht schön finde, aber ich muss mein Gegenüber jetzt schützen. Und so hat sich dein Gegenüber vielleicht auch verhalten, hat es dir vielleicht nicht so gezeigt, weil du es in den Momenten vielleicht auch gar nicht angenommen und akzeptiert hättest. Oftmals bei Trennung vernünftig zu sprechen, wenn du jemanden vor dir hast, der dir sagt, Mensch, ich weiß, dass ich dir wehtue, das ist schon wieder so eine Ebene, wo du nicht dieses klare, es geht nicht mehr weiter, verstehst oder auch nicht verstehen kannst. Für dich ist es, ich helfe dir trotzdem weiter, ich bin an deiner Seite, weil du ja liebst. Und nun kam jemand und hat die Blase platzen lassen, und für dich ist es wieder, ich war nicht gewollt, ich werde ausgewechselt. Darum geht's, ja. Gerade auch, wenn du belogen, getäuscht wurdest in Situationen, dann nimm das mit, dass du befreit wurdest von deinem Gegenüber, dieses ganze Leid nicht mehr leben zu müssen. Und da liegt jetzt so die Tücke. Diese ganze Leitlinie, die du bestimmt eine Weile durchgehalten und ausgehalten hast,
weil man ja denkt, man schafft diesen Prozess, den anderen von sich selbst zu überzeugen. Da ist der Wille einfach auch ein bisschen zu hoch und du merkst in dem Moment nicht, wie viel Energie von dir einfach flöten geht, ja, wie du dich veränderst für jemanden, der das nicht erreichen kann, der das nicht sieht, der sich eigentlich nur befreien will von schlechten Sachen, die er selbst oder sie selbst dir angetan hat. Und da musst du so ein bisschen umdenken. Es geht nicht darum, dass du nicht gewollt bist oder dass du falsch oder schlecht warst. Es war nur ein Zeitpunkt zu Phasen, wo ihr zusammen euch innerlich wahrscheinlich getötet hättet, ja? Und es kann immer noch schlimmer kommen als dein jetziger Zustand. Und du musst da auch die Freude wieder rausfiltern. Wie so ein Sieb, ja? Die Blase ist geplatzt. Das ganze Wasser oder alle Energien, die schön waren, fallen natürlich durch die Löcher vom Sieb. Aber die schweren Sachen, die bleiben in deinem Sieb als Nudel hängen, ja, damit du das verstehst, als Veranschaulichung. Und du denkst dir dann auch, wirst vielleicht einen Schreck kriegen, wie viele Nudeln oder wie viele Problemnudeln bleiben denn in diesem Sieb hängen. Alles Schöne ist weg. Der Fluss ging ziemlich schnell, ja. Da waren einige Sachen, die dir Spaß gemacht haben, aber alles Schwere hast du in diesem Sieb und du hast dieses Sieb gehalten. Und deswegen fühlst du dich damit auch so alleine, ja? Dein Gegenüber ist weg, du hast die Nudeln im Sieb und bist zurückgeblieben. Weißt gar nicht, was du machen sollst. Die fallen einfach nicht durch, die hast du in der Hand. Und da gilt es, deine Freude mit allem Positiven, dein Leben hängt nicht von diesem Sieb, dieser ganzen Kummernudeln ab, sondern da musst du anfangen zu sagen, was hast du schon geschafft? Was hast du auf die Beine gestellt? Wie wäre es gewesen, wenn ihr noch ein weiteres Jahr zusammen gewesen wärt? Ja, wie wäre es gewesen, wenn du dich weiterhin hättest täuschen lassen? Was wäre, wenn du in 2, 3 Jahren von dieser Wahrheit erfahren hättest? Wo wärt ihr zusammen gewesen, wenn ihr zusammengezogen wärt? Vielleicht waren einige auch schon zusammen und auch da merkt man, was für ein Krampf das ist, sich aus einer Gemeinschaft zu trennen. Vielleicht hättet ihr irgendwann geheiratet, ja? Dann wäre die Dauer des Entfernens ein Prozess gewesen, der noch schmerzhafter ist, weil man immer in Verbindung stehen muss, weil man Unterschriften braucht, weil man sich einen Anwalt nehmen muss. Und das hat alles so einen bösen Nebeneffekt, ja, dieses, ach, das ist wirklich so ein Rosenkrieg behafteter Nachdruck einfach in allem. Oder ihr hättet Käufe gemacht, die man zusammen dann abzahlen muss, ja, also ihr hättet euch immer schlimmer in diese Misere reinbringen können und seid da zu diesem Zeitpunkt, wo die Trennung war, einfach Stopp, was bin ich nicht eingegangen, was habe ich noch? Und Freude kompensieren. Jede Zelle, solange du kannst, kannst du selbst bestimmen, über was du dich freust. Und du kannst dann auch sehr stolz auf dich sein. Und du musst dir auch hier nochmal der Tipp, wenn du wirklich so viel Schwere im Kopf hast, was dich belastet, dann nimm dir ein Buch, mach dir dein Buch schön als Tagesbuch oder Notizbuch. Fange an, es für dich zu lieben, ja, das ist dein eigenes wertschätzendes Buch, wo keiner Zugriff haben sollte, es gibt sogar Bücher, die könnt ihr abschließen, müsst ihr mal da ein bisschen gucken, im Internet findet ihr sowas, aber wenn ihr keinen in der Nähe habt, wo ihr denkt, hier könnte keiner rankommen, dann macht euch einfach ein schönes Buch, schön so ein Notizbuch und schreibt euch da eure Phasen rein, wie geht's euch dann, was habt ihr an diesem Tag gemacht? Hattet ihr es schwerer, weil ihr an diesem Tag einfach nichts gemacht habt und deswegen in die Trauer versunken seid? Stand irgendein Ereignis bevor, was euch wieder hätte daran erinnern können, ja? Damit ihr euren Kopf selbst versteht, wo sind die Baustellen? Auch hier wieder die goldene Regel einfach beibehalten, zu sagen, ich werde jetzt ein paar Problemchen für mich selbst abarbeiten. Nimm dir von den ganzen, es kommt einem ja immer so vor, als hätte man den ganzen Kopf voll, pick dir 2 große Probleme raus oder 2 große Sachen, die du angehen möchtest. Unter anderem auch Freude empfinden. Ich weiß, viele sind da noch nicht im Prozess, aber fangt an, euch irgendein Hobby zu suchen oder beschäftigt euch, weiß ich nicht, geht zu Action rein. Die meisten sind ja weiblich. Geht
in den Laden Action rein oder sucht euch in eurer Nähe einen Laden mit Bastelsachen. Ihr könnt so wundervolle Sachen basteln. Das, was ich eine Zeit lang gerne gemacht habe, in Seelenprozessen meine Bilder gezeichnet, Acrylbilder. Das habe ich auch vor, weiterhin wieder aufzunehmen, und zwar auch an den Tagen, wo ich hier so Energien lege. Und muss mal gucken, wie ich das handle. Vielleicht spricht euch ein Bild an und ihr braucht das so als Heilbild, ja? Ich bin ja nicht diejenige, die jetzt den Sinn dafür hat, Kerzen herzustellen, Wunschkerzen oder Tassen zu bedrucken. Das machen schon sehr viele. In diese Liga will ich mich einfach nicht reinknien. Aber ich wollte auch irgendwas erschaffen, wo meine Energie von diesem Zeitpunkt in irgendwas festgehalten ist. Und da ich sowieso sehr gerne zeichne und schon immer gezeichnet habe und ja auch sehr viele Acrylbilder schon gefertigt habe, ja, das sind mehr so Energiebilder. Da darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass man sagt, boah, wow, du kannst aber schöne Körper malen. Das ist wirklich energieabhängig, ja. Das, was aus mir rauskommt, das sind Heilbilder, Seelenbilder, oftmals sehr bunt, sehr abstrakt, aber trotzdem erkennt man dort eine Stimmung, wenn man vom Bild angesprochen wird, ja? Und das gibt mir inneren Frieden. Da freue ich mich, wenn ich so ein Bild fertiggestellt habe. Und das möchte ich auch wieder aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich die Bilder dann hier platziere oder einen extra Kanal mache. Ihr werdet dann aber sehen, wahrscheinlich werde ich das filmen und im Zeitraffer könnt ihr das dann mitgucken. Und wie gesagt, wenn es euch irgendwann ansprechen sollte oder ihr das Verlangen habt, auch etwas, was euch in der Zeit begleitet hat, wo ihr wisst, ihr startet gerade einen Prozess, oftmals hilft das, ja. Ich bin noch nicht so weit, aber das ist mein Vorhaben, die Bilder zu, natürlich für einen Energieausgleich weiterzugeben. Aber das sind ja so eine Art wirklich Heilbilder, da passiert natürlich jetzt nichts, ja. Erwartet dann nicht, dass aus diesen Farben irgendwelche Engelchen rauskrauchen oder irgendein Feenstaub da explodiert. Aber ich werde sehr viel auch mit Staub, Glitzerstaub arbeiten, das schon, weil das für den Prozess einfach wichtig ist, helle Empfinden oder Akzente da reinzukriegen. Und jeder sieht beim Bild, bei einer Kunst was anderes, ja. Hauptsache, die Bilder sind bei mir in Bewegung. Bewegte Bilder nenne ich sie trotzdem, auch wenn sie stehen. Das sind Seelenbilder, die von der Zeichnung her dann fließen sozusagen. Gut, das ist mein Vorhaben. Aber das macht mir Freude und da will ich euch hinschicken, dass ihr euch Gedanken macht, wo empfindet ihr ein bisschen Freude. Wenigstens für eine minimale Zeit, ja. Es muss ja nicht ewig sein, dass ihr da jetzt anfangt, irgendwie Playmobil aufzubauen. Aber kann ja sein, dass ihr schon immer mal irgendwie lernen wolltet, stricken, häkeln, weben, basteln. Es gibt so schöne Sachen in Bastelläden und ihr werdet da irgendeine Nische finden, vielleicht auch jetzt für Weihnachten. Auch wenn ihr euch da überhaupt nicht im Prozess fühlt, fangt es wenigstens an, probiert es, ja? Und wenn ihr vorhabt, einen Engel zu bauen, einen Süßen, der euch begleitet in dieser Zeit, Hauptsache, der Kopf steht, ja? Fangt irgendwie ein bisschen an, wenn euch das hilft. Das waren nur Beispiele zur Selbsthilfe, wo ihr diesen Prozess einfach auch trauert. Ich habe zum Beispiel ein Bild zu der Zeit gezeichnet, wo meine Omi gestorben ist, vor 2 Jahren. Und in diesem Bild hängt sehr viel Wut, Trauer und trotzdem Freude drin. Dieses Bild in der Fertigstellung war fertig. Und während des Zeichnens kann man sehr viel verarbeiten. Wenn ich mir das Bild heute angucke, sehe ich nicht mehr diesen Trauerprozess. Dass ihr versteht, was ich meine. Die Fertigstellung ist wichtig. Das konsequent dran sitzen bleiben. Ihr nehmt euch eine Sache vor und zieht sie bis Ende durch und stellt dann fest, wie viel Freude es doch machen kann. Und vor allen Dingen lernt ihr auch wieder, dass ihr euch ablenken könnt. Ja? Am ersten Tag vielleicht wirklich nur einen Flügel oder 2 Flügel geschafft, dran zu kleben. Oder ihr fangt an, schöne Karten zu basteln mit so Wackelaugen, die Weihnachtszeit steht bevor, dass ihr euch irgendwie wirklich in so einen Prozess einfach reinbegebt oder auch Kerzen zieht. Da gibt es auch super schöne Sets. Ich kann jetzt nur sagen, was mich so interessiert hätte. Edelsteine züchten gibt es auch, ja. Also es gibt wunderbare Sachen,
die ihr beobachten könnt, vielleicht für Pflanzen irgendwie Spaß übrig habt, irgendwas erschaffen, ja, in dieser Phase, woran ihr Freude habt in der Fertigstellung, dass ihr euch freuen könnt, dass ihr mal wieder seht, ihr bleibt nicht auf der Stelle stehen. Das ist so das Wichtigste, dass ihr verantwortlich seid für dieses, jede Zelle, ja, was hier steht. Für jede Zelle seid ihr selbst verantwortlich und hört bloß auf zu denken, dass ihr nicht gewollt wart. Es ist ein Prozess, wo ihr nicht bestimmen konntet, dass ihr euch befreit. Und manchmal war es doch oftmals die beste Entscheidung, die euer Gegenüber für euch mittreffen konnte. Weil man macht das nicht einfach so, ja? Wir kommen zur Das Universum möchte deine Aufmerksamkeit. Vertraue dich der liebevollen Führung des Universums an. Da würde ich für euch heute sagen, seid ihr ja absolut richtig, wenn ihr euch Karten anguckt, wenn ihr selbst Karten besitzt, wenn ihr spirituell oder esoterisch unterwegs seid, wenn euch das hilft, Kraft gibt. Ob minutenlang in den Himmel starren, die Sterne, den Mond angucken, ob ihr verschiedene Kartenleger guckt, fühlen und führen lassen durch die Kartenleger, also wenn ihr da in Resonanz geht, aber auch selbst darauf achten, wie ihr euch selbst führt. Das macht nicht der Kartenleger. Ein Kartenleger, ein guter Kartenleger, es gibt da auch Modelle, die für mich ein bisschen falsch ticken, die sehr viel Erarbeitetes auch wieder kaputt hauen durch zu viel Hoffnung und immer verlangen, dass dein oder dass das Gegenüber das so einsortieren könnte. Da müsst ihr auch lernen, die Führung zu kriegen, ja, nicht zu viel in Hoffnung zu harren. Weil ich denke, die Auflösung oder die Lösung generell zu zwei Menschen, ob jemand wiederkommt oder nicht, das bestimmt nicht ein Kartenleger. Das bestimmt einfach ihr mit eurer Führung, ja. Und ihr müsst immer daran denken, in Bewegung zu bleiben. Deswegen, wenn ihr euch hier gut fühlt, wie auch immer das alles läuft, dann wird euch hiermit mitgeteilt, dass ihr weiterhin spirituell Kraft sammeln sollt. Ganz einfach. Beschäftigt euch vielleicht auch mit Bücherthemen, ja. Ich lese jetzt auch gerade eins, was, naja, mehr so im Jenseits passiert, ist für mich aber einfach nur interessant, ja, wie Leute davon berichten. Ob ich das letztendlich aufnehmen kann oder nicht, ich lasse mich überraschen von dem Buch, wie ich danach denke. Man kann es eben nicht beweisen, ja. Das sind Sachen, die kann man einfach nicht beweisen, wie es im Jenseits weitergeht. Ich möchte mir aber das Buch durchlesen und das sind so Quellen. Begebe dich dahin, wo deine Aufmerksamkeit einfach auch hin möchte. Und schöpf dir da die Kraft, wenn du sie körperlich einfach nicht mehr fühlst, ja? Geh in die Meditation, probier es einfach. Probier es auch hier wieder mit diesen Hochfrequenz-Musik-Sachen. Dazu eine schöne farbige Lampe oder wirklich Ruhe. Einfach nur die Kopfhörer reingesteckt und abschalten. Das ist auch so dein Prozess, zu dir zu sagen, okay, ich halte es nicht eine halbe Stunde aus, aber vielleicht 15 Minuten am Stück. Einfach mal kurz abschalten und Kraft holen. So, wir haben den Erzengel Raphael. Dort sind wir jetzt schon angekommen bei der vorletzten Karte. Bitte um Heilung und kehre zurück zu Harmonie, Gesundheit und Wohlbefinden. Mit der Quersumme 4. Ja, da wird euch die Kraft geschickt. Ich denke auch durch die ganzen Prozesse. Du musst dich jetzt wieder an die Freude ranklammern. Du musst auch die Freude von dir innen drin hochholen. Genauso wie mit der Spiritualität kriegst du hier nochmal so einen richtigen Schub durch die Angabe, wo du wirklich dich oft fragst oder da sitzt, ich möchte, dass es aufhört. Ja, ich will, dass ich geheilt bin. Ich brauche hier Unterstützung und die Karte liegt hier. Bitte um Heilung und kehre zurück zu Harmonie, Gesundheit und Wohlbefinden. Das kann durch Freude ausgelöst werden, in der gleichen Situation darauf folgend. Das Universum teilt dir hiermit mit, du bist richtig, mit was du dich gerade hier beschäftigst, ja? Also es ist nicht irgendwie verkehrt, dass du dir Hilfe von anderen Menschen holst, die dir die Energie aus Karten lesen oder die Impulse eben auch weitergeben. Und wir haben zusätzlich einfach auch so die Bestätigung von Erzengel Raphael,
dass das deiner kompletten Heilung dient, dass du eben zurück zur Harmonie kommen kannst mit diesen Sachen. Und hier fängt ja nicht schwer an, ja? Natürlich sind die Schritte immer sehr schwer, gerade auch um drin zu bleiben. Man probiert's, man nimmt sich die Kraft, der erste, zweite Tag geht, ja? Und dann kommt wieder so ein Down. Das sind aber, ihr müsst euch wirklich vorstellen, wie die Herzschläge, ja? Beim EKG. Das ist eure Energie, eure Lebenslinie und so verläuft auch gerade euer Prozess. Stellt euch mal vor, die Linie wäre gleichbleibend. Könnt ihr ja alle mal klatschen, was dann passiert, ne? Also seid froh, dass ihr diese Up-and-Downs habt. Die sind für die Power, für die Vitalität, um euch eigentlich bildlich zu sagen, diese Up-and-Downs sind absolut okay, um euch zu finden, um nicht übermütig zu werden, um in den Tiefen auch wieder zu sagen, hey, ich muss jetzt mal stoppen, ja, also irgendwie, heute trauere ich wieder. Das ist völlig okay, ihr müsst dort rein. Und wir haben hier den Schatten. Stelle dich mutig deinen Schatten und deine Seele wird sich entfalten. Und genau das sind für mich diese Downs, ja, auf der Lebenslinie oder auf deiner Herzfrequenz. Das sind diese Up and Downs, die Tiefen, ja, eigentlich sind das die schönsten, die Schläge, ja. Aber das ist das Tal, der Schatten. Und auch hier musst du lernen, wieder natürlich da rauszukommen, ja. Es gibt keinen schattenfreien Menschen. Auch die Nacht ist nicht umsonst dunkel. Es gibt aus jedem, auch das Schattengewächs, ja, jede oder jeder Schatten, jede Dunkelheit, jede dunkle Phase hat eine Aufgabe, nachzudenken. A, wie überlebt man? B, wie schützt man sich? C, mental geht in Dunkelheit sehr, sehr viel ab, weil es nun mal beruhigend ist, weil man da Zeit hat zum Nachdenken, die Zeit steht still. Die Zeit steht still für euch. Und ich finde, Abendstunden, Schatten, da kann man sich selbst noch mal suchen. Das ist für mich auch so eine Ansage. Deswegen auch hier, stelle dich mutig deinen Schatten. Und deine Seele wird sich entfalten. Und genau diese Prozesse, die du als so schwer empfindest und die so belastend sind, ja, es tut weh, aber genau aus diesen Schatten, selbst wenn du dich in den Schatten gestellt fühlst, da schöpfst du deine Kraft. Und das pusht dich, das macht dich immer stärker zu erkennen, mein Gott, wo war ich schon alles, ja? Und ich habe mich trotzdem wieder befreien können. Wo war ich die ganze Zeit? Was hat man mit mir gemacht? Wie oft es mir schon schlecht ging, sagt ihr euch vielleicht für euch selber. Und du hast es immer wieder geschafft, im Schatten deine Kraft trotzdem aufzutanken. Weil du hinterlässt im Schatten deinen Kummer, du arbeitest diesen ab, der fühlt sich sehr schwer an, für dich ist der Tag gelaufen meistens. Aber in diesem Schatten, in diesem Ablegen deiner Wut, Trauer, Tränen, kommt wieder dieses, du musst aber trotzdem weiter, ja, wie dein Herz, es pumpt, fällt ab vom Druck, pumpt, ja, da musst du drin bleiben, in dieser Linie, diese Up and Downs, die wären auch da, wenn alles mit euch okay gewesen wäre, weiterhin, du hättest andere Up and Downs gefunden, alles, was dich erfreut, alles, was dich vielleicht nervt, da kommt dann das Nächste ins Spiel, ja. Und ich glaube auch, das ist hier so eine Dankbarkeitslinie einfach, dass du nach diesem Prozess ja auch so gestärkt rausgehst und dir sagst, mein Gott, also über ein angebranntes Ei oder über eine angebrannte Wurst brauche ich mich jetzt nicht großartig mehr aufregen, machst du vielleicht auch gar nicht mehr, ja, weil du merkst, ist ja sowieso Schwachsinn. Du hast andere Baustellen zu bewerkstelligen. Und da, das ist für heute so deine Leitlinie von diesen Akasha-Orakelkarten, die dich so ein bisschen reinstimmen, dass dein Weg einfach auch okay ist und auch nicht so übertrieben, sondern es kommt trotzdem ein Schatten, ja? Und dieser ist für dich okay. Das ist deine deine Anlaufstation, immer wieder zurückzudenken. Es gab Angstphasen, es gab Tiefen, aber aus denen bist du rausgekommen. Aus diesen wächst du. Und wie gesagt, eine gerade Linie heißt nicht unbedingt immer ganz, ganz toll, ne? Weil dann wäre das Leben, es hört sich so blöd an, aber das Leben wäre dann wirklich, da würde man denken, was mache ich hier, ja? Wenn alles monoton wäre. Davon ganz abgesehen habe ich euch auch eine EKG-Linie gezeigt. Monoton, da ist nicht mehr viel lebendig.
Also gehört das bitte alles dazu. Nehmt das an, es ist völlig normal und man hat sich niemals gegen dich entschieden, sondern für sich entschieden, frei zu sein. Für sich entschieden, da tut was weh, man muss heilen. Für sich entschieden, dich zu schützen, was man selten sagt, was man vielleicht auch später erst selbst als dein Gegenüber mitbekommt, ja. Man denkt ja immer zuerst an sich selbst. So, was ich hier gerade mache im Hintergrund, ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich warte auf die passende Engelbotschaft. Die blauen Karten, die ihr kennt. Oh, noch ist mir warm. Ich sag euch, mir ist richtig warm. Wahrscheinlich, weil ich heute auch schon spazieren war mit den ganzen Schneeflocken. Es ist so wunderschön. Vielleicht habt ihr auch das Glück, dass ihr gerade Schnee habt. Vor allen Dingen das Glück. Manche kotzen bestimmt ab und sagen sich, naja, hätte ich auch drauf verzichten können. Aber es ist was Wunderbares, dass wir das überhaupt noch so sehen können. Ne? So, jetzt haben wir die Antwort. Folge der Eingebung. Auch wunderschön. Das Universum möchte deine Aufmerksamkeit. Und als Engelkarte Folge der Eingebung. Wäre jetzt gerade hier auch gar nicht auszuschließen, dass du hier immer mehr in deine Kraft kommst und dir irgendwas hier mitgeteilt wird oder auch aufgezeigt wird, ja? Du musst jetzt irgendwie vielleicht doch noch mehr auf dich hören, Sachen beobachten und vielleicht nimmst du zur Zeit oder kommen jetzt ganz andere Sachen wahr. Also wenn hier schon kommt, Folge der Eingebung, dann höre bitte noch sehr intensiv oder intensiver auf deine eigene Stimme. Das lag ja hier auch alles in dem Prozess. Bleib dabei, ja? Wenn du einen Impuls kriegst oder eine Idee oder ein Gefühl für irgendwas, bleib dabei. Und die Geistesführerkarte, die gehen richtig schnell. Entscheide über deine Absichten. Also das ist ja ganz groß. Folge der Eingebung und entscheide über deine Absichten. Es wird hier zu Ideen kommen, die dir einfach so reinfallen oder du irgendwie eine Veränderung mitbekommst, wo du dir sagst, nee, kann ich nicht machen, ja? Oder geht gerade nicht. Aber das sind so Impulse, die dir das Universum wahrscheinlich, weil du damit verbunden bist, hier runterschickt, vielleicht auch noch mal einen Tacken mutiger zu sein. Entscheide über deine Absichten. Das ist schön, dass du auch das Gefühl hier wieder bekommst, du wurdest hier nicht entlassen oder weggeschmissen, auch wenn es sich so anfühlt, sondern folge deiner Eingebung. Vielleicht hattest auch du die Eingebung, dass es nicht gut wird, ja? Kann ja nicht gut werden. Vielleicht hattest du das die ganze Zeit schon vor deinen Augen und ja, dein Problem ist, hättest du mal die Nadel gezückt und geknallt, ne? Die Blase. Aber glaub mir, die Grenzen von dir waren überschritten und du bist eine Kämpferperson und daher hast du deine Grenze nicht gefunden, die Nadel zu stechen. Du hättest nicht dein Gegenüber einfach gehen lassen, ja? Weil du schon so im Leid und Dilemma vielleicht gesteckt hast oder auch gar nichts mehr wahrgenommen hast, einfach nur noch akzeptiert und gesteuert, unkontrolliert getan hast, damit es deinem Gegenüber gut geht, konntest du gar nicht zu dieser Nadel greifen, obwohl sie die ganze Zeit schon da war, ja, Folge der Eingebung und entscheide über deine Absichten. Vielleicht ist das so die Ansage, genau das wirst du lernen, dass es dazu nicht mehr kommt, was du gelebt hast, dass ein anderer dich stechen muss. Aber der Prozess scheint dann wirklich schon so fortgeschritten zu sein, dass es für dich selber einfach nur noch schmerzt und du aber die Klarheit darin auch nicht mehr siehst. Obwohl die Klarheit sehr deutlich in dieser Phase zu finden ist, ja, mit Leid, Kummer. Die Freude scheint nicht gerade Überhand gehabt zu haben in eurer Beziehung, weil sonst würde die Freude für dich hier nicht kommen, dass sie wieder zurückkommt. Die musst du dir zurückholen für dich selbst. Freude und Schatten liegen bei dir in der Linie hier auch richtig schön nah beieinander. So, ihr Lieben, es geht jetzt zum Ende hinzu. Ich werde für euch noch eine Orakelkarte von der Feenwelt hier nehmen. Und wir haben hier den höheren Standard, den ihr erlebt. Ist eine frische Karte, eine vielversprechende Karte. Alles sehr positiv hier gewesen. Der höhere Standard kommt. Folge der Eingebung, entscheide über deine Absichten
und der höhere Standard, den wirst du hier nochmal erleben. Egal wie tief du dich hier unten befindest, ja, in der Linie, da wird ein höherer Standard wachgekitzelt und auch erlernt. Diesen höheren Standard erfährst du aber nur durch deine schmerzhafte Bindung, Beziehung, die gebrochen ist. Das ist der Gewinn aus diesem Ganzen. Der höhere Standard ist wirklich der Erfolg, deine Belohnung, dein Bonus, der Gewinn für all das Leid, was du dort hinterlassen hast oder durchmachen musstest, aber du musstest auch lernen abzuschließen. Du kommst dadurch in diesen höheren Standard, bewusster mit allem umzugehen, ja? Ihr Lieben, ich werde noch eine Karte nehmen für euch. Gott, ich hoffe, es ist nicht so laut mit diesem Stapel hier. Geschäfte. Aha. Die weibliche Energie. Ob Mann oder Frau zu hören. Venus. Habe ich euch gesagt, ne? Geht in die Geschäfte rein, besorgt euch irgendeine Ablenkung. Ob Bastel, Buch, Pflanzen, irgendwas. Das ist das Wort Geschäfte. Ihr werdet natürlich vielleicht ein bisschen schmunzeln und denken, Miranda, in welche Richtung gehst du denn? Aber das kann auch für euch ein Geschäft sein. Machen, ja? Können so viele Geschäfte machen. Ich möchte jetzt nicht in die Richtung der Toilette denken. Geschäft machen. Mit euch ein Geschäft eingehen. Für mich ganz klar, ja? Ihr sucht euch die Partner aus, wie es gang und gäbe ist bei einem Geschäft. Man schlägt ein oder schlägt aus. Das ist euer höherer Standard, den ihr daraus mitnehmt und auch lernt. Das werdet ihr als Geschäft sehen. Ihr verkauft oder ihr gebt euch nicht komplett irgendjemand hin, wenn hier eine Bindung oder Verbindung entstehen sollte oder noch entstehen wird. Das ist eine unverbindliche Geschäftsebene mit Liebe, wenn überhaupt. Alles andere war too much, was ihr gemacht habt. Geschäfte sind auch nicht da, um Geschäfte einzugehen. Leid, Kummer, zerstört alles, ist auch nicht der Sinn und Zweck von einem Geschäft. Da gilt die Ergänzung, das Helfen, das Miteinander, das Team. Und dieses Team bist du imstande zu führen, beziehungsweise bist du imstande, fair zu erleben, ja? Ein Geschäft wird von beiden Seiten gleich geführt. Aber trotzdem, bei den Ergänzungen, finde ich, gibt es immer einen Part, der dann doch nicht nur die 50% haben kann, ja? Der dann eben sich in diesem Gebiet genau auskennt und weiß, was er da tut. So Ruhe geben zum Beispiel. Wärst du vielleicht eine klasse Person? Bist du mit 80% drin und kannst dein Gegenüber, der nur 20% geben könnte, aber Energie geben, weil du einfach weißt, wie es geht. Aber dieses Geschäft, Geschäfte eingehen, ein Geschäft machen, wirklich nur noch unter Bedingungen, wo es sich ergänzt, wo jeder was mitzubringen hat, wo akzeptiert wird, diesen Teil machst du, der andere Teil macht der andere. Ja, und natürlich auch hier beachten, ein Geschäft ist nicht für ewig, aber kann mit sehr viel Liebe, sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Geduld geschaffen werden und auf eine lange Sicht hochgezogen werden. Das ist wie in einer Beziehung. Man geht eine unverbindliche Bindung ein, die sich nur zeigt, indem man liebt. Alles andere wächst daran, ja? Oder man muss sagen, hey, stopp. Unser Geschäftsmodell, in Anführungsstrichen, hört jetzt hier auf. Geht nicht, ja? Man lebt nur noch Verluste. Man merkt die Konsequenzen. Man hat nicht mehr statt Geld die Kraft, um den anderen hier, oder auch die Zeit, um dem anderen zu helfen. Und das sind meistens immer die Modelle, die Geschäftsmodelle, wenn man sie kurz mal so frech nennen darf, wo ihr natürlich sehr viel Liebe reingesteckt habt, aber ihr hattet keine Ernte, keinen Gewinn, kein Nichts. Unterm Strich hängt ihr jetzt gerade in der Insolvenz, ja? Damit ihr das so versteht. Und da war jemand für verantwortlich? Ihr selber auch, ja? Aber wichtig ist, dass ihr euch
an diese Legung komplett von Anfang bis jetzt zum Ende einfach versteht, zu lernen, dass ihr nicht ungewollt wart oder unbrauchbar. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr wisst, wie es geht. Ihr könnt in den Horen, wisst ihr, auf den letzten Sekunden kriege ich hier noch Versprecher rein, dass ihr auf den letzten Metern einfach auch seid, um euch den höheren Standard wiederzuholen und auch dieses Liebesmodell versteht von Geschäft eingehen, was mit sehr viel Liebe großgezogen werden kann, ja. Und ihr könnt nicht ein Geschäft einfach hinstellen und sagen, boah, puh, jetzt entfacht's. Das ist auch der Fehler in der Beziehung immer. Dieses, wow, jetzt ist es da, jetzt können wir der Welt zeigen, wie wir es geschafft haben. Aber da fehlte das Wachstum, ja. Da fehlte das Kennenlernen oftmals, was erst dann in der Mitte von einer Beziehung anfängt, wo ihr euch oft fragt, wer bist du denn? So eine Marotten, so eine Eigenarten kannte ich ja gar nicht. Weil man wirklich nicht vorsichtig an dieses Liebesgeschäftsmodell rangegangen ist und sich vom Willen her zeigen lassen wollte oder auch sich selbst beweisen wollte, das klappt. Hier gibt es gar keine Fragen, ist alles toll, wie es ist. Veränder gar nichts. Und das ist eben auch oftmals der Fehler in sehr vielen Situationen, übrigens nicht nur in der Liebe betreffend. Ja, wenn ihr was angehen wollt, dann immer an dieses Geschäftsmodell denken, vorsichtig rantasten. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Das ist wie mit meinen Kindern hier, ja? Die müssen auch Sachen machen. Das ist unser Geschäftsmodell hier oben. Wenn der Müll vor der Tür steht, ein Kind geht raus, dann wird vielleicht vorher auch kurz gesprochen, wer nimmt ihn mit, wenn man das Haus verlässt. Das ist das Geschäftsmodell bei uns. Ansonsten würde ich mit allem alleine hier sitzen, ja? Meine Kinder würden irgendwann ausziehen, ich hätte eine Dreckbude und würde mir vielleicht genau die gleiche Frage stellen, was habe ich jetzt hier für einen Schutthaufen, ja? Aber das ist das Geschäftsmodell. Wenn man zusammen eine Bindung hat, eine Beziehung führt, egal auf welche Art, ist dieses Ergänzen und auch Sprechen, Kommunikation sehr, sehr wichtig. Und wenn das schon von vornherein nicht mehr gegeben ist, dann könnt ihr da wirklich nur noch eines, ein sehr schlechtes Geschäftsmodell hochziehen, ja? Und das sind dann wahrscheinlich immer so diese Schattenphasen, die euch begleiten oder auch dieser für euch entstehende Knall, welcher nicht ein Knall war. Eigentlich war es oftmals vorherzusehen, aber ihr wolltet es oftmals nicht sehen, ja? Weil ihr da blockiert wart, weil ihr das nicht wolltet, weil ihr Kämpfer seid. Aber ab sofort folge deinen Eingebungen, du kommst in diesen höheren Standard, entscheide über deine Absichten und vor allen Dingen auch über deine Geschäfte. Das liegt dir ganz großartig, ihr Lieben. So, ich hoffe, ihr konntet das gut durchhalten. Wir haben jetzt ja einen Podcast, ist ja meistens auch nicht so schlimm, wenn der so lange läuft. Aber meine Karten sind ja nun mal auch nicht kürzer, von daher hoffe ich, dass die Zeit für euch ausreichend war. Vielleicht seid ihr sogar eingeschlafen, ja? Würde mich natürlich freuen, wenn ihr gerade schlaft und euch irgendwas hier beruhigt hat. Trotzdem sind es ja wieder mal Themen, die immer aufarbeiten, ne? Deswegen dachte ich mir, starte erstmal dieses Modell, lass trotzdem die Energie hier mit einfließen, das, was mir rausgefallen ist. Und ihr könnt mir gerne, so wie ich das schon am Anfang gefragt habe oder gesagt habe, mitteilen, welche Themen wollen wir machen, die vielleicht nicht so schwerlastig sind wie in den Kartenlegungen, ja? Irgendwelche Themen, irgendwelche, wo ihr denkt, ihr wollt lachen oder ihr wollt mal irgendeine Meinung hören über das und das. Da könnt ihr ruhig fragen und dann können wir darüber ein bisschen quatschen. Vielleicht leiten uns da auch die Karten in eine sehr witzige, verpackte Art, ja? Dass ihr vielleicht ein bisschen schmunzeln könnt und ja, lasst euch da einfach freien Lauf oder ich lasse euch da freien Lauf. Kann noch so bekloppt sein. Es gibt nichts Beklopptes als Thema, ja? Scheut euch da nicht. Wir können alles durchnehmen. Und bedanke mich jetzt erstmal, ja? Das wird sonntags so bleiben. Und ja, dann gucken wir mal, wie wir den ganzen anderen Plan so hinkriegen, dass ihr so ein bisschen hier Routine bekommt, was, wann, wo kommt.
Und dann könnt ihr euch sonntags zum Beispiel immer auf den Podcast einstellen. Und ja, sollte jetzt hier tonmäßig irgendwas falsch gelaufen sein, dann tut es mir wirklich leid. Ist nicht meine Absicht, ist das erste Mal, dass ich das Mikrofon so nah rangezogen habe. Ihr seht es ja, falls ihr wach seid. Deswegen kann natürlich sein, dass ihr hier jeden Schmatzer und jede Bewegung von meiner Zunge jetzt hier gerade gemerkt habt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So, ihr Lieben, bis bald, macht's gut. Achtung, könnte laut sein. Es ist wirklich sehr empfindlich, dieses Mikrofon. Bis bald, schlaft gut, tschüssi.